Stefan Flauder, langjähriger Torwart hier in Berlin, zuletzt von Viktoria 89. Sie wechseln jetzt zu den Offenbacher Kickers. Der Wechsel ist seit ein paar Wochen jetzt bekannt. Wie kam der Kontakt dann mit den Verantwortlichen in Offenbach zustande? Der erste Kontakt war im Trainingslager, da hatten wir das gleiche Hotel. Da war aber nur ein Gespräch kurz mal nach dem Training mit Herrn Sobotzik und Trainer. Das war auch war ein witziges Gespräch mit viel Ironie. Und irgendwann hat man dann nochmal Kontakt aufgenommen und hat gemerkt, Mensch, da besteht ja dann doch Interesse von beiden Seiten. Und dann hat man die Gespräche aufgenommen und dann, wie es im Fußball so ist, dann wurde mehr draus und am Ende hat es halt geklappt. Und was waren für Sie die ausschlaggebenden Gründe, den FC Viktoria zu verlassen? Ich bin ja jetzt nur schon in einem Alter, wo man sagt, das Karriereende ist irgendwann in Sicht. Und da will man halt schnellstmöglich noch den größtmöglichen Erfolg haben. Und da bin ich der Meinung, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, dass die Voraussetzungen dafür bei den Kickers halt besser sind als bei Viktoria. Da ist ja nicht böse, aber dann haben wir ja bei Chemnitz gesehen, als sie aufgestiegen sind, ein Stadion mit 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauern zu Hause. Da sind noch mal ein paar Punkte zu Hause mehr möglich als jetzt bei Viktoria oder Trainingsbedingungen, ja, wo man auch sagen muss, ganz ehrlich, die müssen halt auch gefüllt werden mit gewissen Dingen. Die Trainingsbedingungen an sich reichen ja nicht, sonst hätte ja Offenbach jetzt auch nicht so lange in der Regionalliga gespielt. Ja, ich glaube, es waren jetzt 7 Jahre oder ist jetzt das 7. Jahr gewesen. Da reichen die Voraussetzungen nicht oder die Bedingungen, sondern die muss man dann natürlich auch nutzen. Mir bringen die besten Bedingungen nichts, wenn ich sie nicht dementsprechend auch nutze. Und ich weiß, dass ich sie für mich nutzen werde und dass dann meine Teamkameraden dann sicherlich auch die Gegebenheiten nutzen werden. Und wenn sie das dann nicht so machen, wie sich vielleicht für die Zielstellung, so wie man sich das so vorstellt, dann muss man da vielleicht auch mal einen Ton sagen. Aber ich denke mal, wenn man bei so einem Verein unterschreibt, da weiß man schon, was man zu tun und zu lassen hat. Und wie schwer ist da aber trotzdem nach all den Jahren in Berlin die Entscheidung gefallen, dort jetzt nach Offenbach ins Main-Gebiet zu wechseln? Privat muss ich dazu sagen, wäre es jetzt auch nicht ohne meine Freundin gegangen. Also das hätte nicht funktioniert. Sie war von Anfang an mit dabei. Ich habe sie immer gefragt, nur wenn sie definitiv sagt, das geht klar. Sportlich ist es halt für mich, sage ich nochmal, eine andere Qualität, eine andere Chance, nochmal Erfolg zu generieren. Für mich, für den Verein. Der Verein gehört sicherlich auch mit den Voraussetzungen woanders hin. Und von daher ist es sportlich sehr, sehr leicht gefallen, weil ich ja trotzdem da mehr Potenzial sehe. Das ist meine Meinung. Um nochmal expliziter ein bisschen zu werden, auf was für neue Erfahrungen freuen Sie sich im neuen Verein besonders? Es war auch ein Thema mit, ich habe jetzt noch nie im Westen gespielt. Das ist auch nochmal was, wo ich sage, das ist noch eine neue Herausforderung für mich persönlich. Auch nochmal zu gucken, wie sind wirklich die Abläufe da. Andere Erfahrungen, andere Stadt nochmal vielleicht ein anderer Menschenschlag. Und darauf freue ich mich auch nochmal zu sehen, wie dort die Menschen ticken, die Fans ticken, wie der ganze Verein tickt, wie alles dort zusammenpasst. Und ja, da freue ich mich drauf. Um auf die Fans zu sprechen zu kommen, Sie betonten ja auch im Fanradio von den Kickers schon die Bedeutung von den Fans und vom Umfeld beim OFC. Warum ist Ihnen sowas so wichtig? Ja, weil ich habe, glaube ich, mit 6 angefangen, Fußball zu spielen. So, und wenn man das halt vom Herzen aus macht, mit Liebe diesen Sport betreibt, dann ist es schon was anderes. Man hört jetzt Bundesligaspieler, dass es halt was anderes ist, mit Fans oder ohne. Sicherlich hat man sich in Berlin dann auch mit der Situation arrangiert, dass dann halt nicht so viele Fans da sind. Aber wenn man die Wahl hat zwischen, ich spiele vor 6.000, 7.000 oder vielleicht, wenn es gut läuft, 8.000, 9.000 oder halt dann immer ein paar hundert. Ich glaube, jeder Fußballer, der das mit Herz, mit Liebe diesen Sport betreibt, der würde die vielen Zuschauer bevorzugen. Das ist einfach ein emotionales Spiel, da kommen andere Emotionen auf. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist auch nochmal, für mich ist es nochmal ein Garant für ein paar Punkte mehr zu Hause, wenn dann nochmal so eine Wand kommt und die eigene Mannschaft nach vorne treibt. Und da gehe ich auch davon aus, dass dann im Erfolgsfall das natürlich auch mal Bonne-Jurene, dann macht dann natürlich auch mehr Spaß. Sie haben ja jetzt 7 Jahre in Berlin Fußball gespielt. Was waren da Highlights in dieser Zeit? Ich habe viel erlebt. Aufstieg mit Dynamo, Pokalsieg mit Dynamo. Ja, BAK, tragisch, in einer Tordifferenz ein Tor, nicht den Relegationsplatz damals geschafft. Dann
ja, auch der Pokalsieg mit Viktoria, ne, das waren schon so Sachen, wo man viel mitnimmt, auch jetzt, auch Insolvenz oder Kurzarbeit jetzt. Jetzt nicht negativ, aber das sind Erfahrungen fürs Leben, wo man immer mal natürlich, wenn man mal in irgendwelche Situationen kommt, schon mal vielleicht sagt, okay, ich habe schon mal ein bisschen Erfahrung. Man bleibt ein bisschen gelassener, weil man sieht, dass auch alles am Ende funktionieren kann. Und zu guter Letzt, Sie hatten ja damals auch 14 Mal für Erzgebirge Aue in der dritten und zweiten Liga gespielt. Jetzt gibt es den Wechsel wieder zu einem großen Traditionsverein. Gelingt nächste Saison da vielleicht die Rückkehr in den Profifußball? Das ist das Ziel. Man würde natürlich so schnell wie möglich auch, da brauchen wir ja jetzt nichts vormachen, auch mit Offenbach natürlich aufsteigen. Ja? So, und ob das jetzt sofort im ersten Jahr gelingt oder vielleicht im zweiten, muss man dann halt sehen. Da gehören halt auch viele Sachen mit hinzu. Jetzt weiß man nicht, wie viele Mannschaften in der Liga spielen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gehört, dass das noch gar nicht klar ist. Da muss man auch erstmal den Modus gucken, wie das alles dann funktioniert. Und dann gilt natürlich eins, dass man versucht, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn man es mal nicht gewinnen kann, solche Tage gibt es, dann sollte man es wenigstens nicht verlieren. Und dann, wenn man dementsprechend die Voraussetzungen nutzt und auch den Fußball als Job ansieht und auch dementsprechend seine Energie, Leidenschaft und Freude dort reinsteckt, glaube ich schon, dass man mit den Voraussetzungen auf Dauer zwangsläufig dort Erfolg haben wird. Stefan Flauder, ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank.